So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Archelos. Ja Leute, in der Folge gibt es jetzt ordentlich aufs Maul. Ich hoffe zwar nicht für mich, aber naja, man weiß ja nie. Weil wir machen jetzt die Arena-Quest. Rein in den Bunker. Da ist ja mein talentierter Kämpfer. Ich hatte schon Angst, dass ich einen der Höhepunkte des Abends verloren hätte. Okay, hör zu. Du sollst die Regeln kennen. Keine Sorge, es gibt nicht allzu viele. Erstens, wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, betrachten wir das als Niederlage. Zweitens, du kannst mit allem kämpfen, was du willst, solange es niemanden im Publikum gefährdet. Drittens, trotz des Anscheins sind dies keine Kämpfe auf Leben und Tod, sonst würden uns schnell die Kämpfe ausgehen. Wenn du jemanden tötest, werden wir dich töten. Ist das klar? Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Offenbar sollte es Blut und Unterhaltung nur für echte Männer geben. Während eines Turniers gibt es Dutzende von Kämpfen. Was denkst du, wie schnell ich keine Teilnehmer mehr hätte? Es ist nicht erlaubt, Gegner in der Arena während eines Duells zu töten. Dies ist kein städtisches Schlachthaus, sondern ein Ort der Unterhaltung. Wir wollen, dass sich unsere Gäste amüsieren und vor allem wollen wir, dass sie auf alles wetten. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Blutmenge schrittweise erhöht werden sollte. Das Vergießen von Blut wird von Ben sehr effizient gehandhabt. Er ist der Einzige, dem niemand vorschreibt, dass er einen Gegner während eines Kampfes nicht töten kann. Was ist denn das für ein Soundbug? Ist er bei mir im Headset, am PC oder ist er im Game? Richtig. Nee, das ist der Typ hier vorne, oder? Immer wenn er sich bewegt, dann ist der Soundbug weg. Wenn er was macht? Ja. Ich bin bereit. Toll, dann raus mit dir in die Arena und zeig uns, was du kannst. Warte mal kurz. Ja, okay, hier hinten ist das Hornbug nicht. Er ist wirklich der Typ, der ist verbuggt, der Junge. Saul. Saul, halt's Maul. Hey. Okay. Hey, du. Der gute Dan. Ja, Training. Lass uns mit dem Training beginnen. Das wird interessant. Stolper nur nicht über deine eigenen Füße und halte das Gold bereit. Ja, ja. Oh nein. Habe ich 15? Nicht schlecht. Ich habe nichts gemacht. Nicht schlecht. Scheiße. Mir fehlt noch ein Level. Schade. So, kannst losgehen. Seid ihr bereit für das größte Ereignis im ganzen Königreich? Viele Wochen der Vorbereitung und Berge von Gold wurden ausgegeben, um diese Arena zu einem Ort des spektakulären Blutvergießens zu machen. Krieger aus den entferntesten Ländern kamen, um ihr Können zu zeigen und ihren Kopf für Ruhm und Reichtum zu riskieren. Und das alles dank unseres wunderbaren Kapitäns. Habt also Spaß, trinkt so viel ihr könnt und vergesst nicht, auf die Kämpfe zu wetten. Heißen wir die ersten Wagemutigen willkommen. Sie sind jung und siegeswillig. Ihren Mangel an Training machen sie mit Elan und raffinierten Tricks wett. Hier sind Marvin und Larry. Larry. Hat ja schon mal besiegt, du Typ. Schon wieder? Mal sehen, wer dieses Mal mehr Glück hat. Oh, Scheißtreffer. War schon mal ein schlechter Start, muss man sagen. Was war das? Ach so. Ja, als ob. Macht 55 Schaden. Als ob ich mit 55 Schaden so ein Damage bekommen hab. Schau euch das mal an. Nochmal, und ich verpasse dir einen. Ja, ja, was verkackt, Junge. Verdammt. Du hast einen ganz schönen Schlag drauf. Ich glaube, ich muss wirklich mehr trainieren. Was mit mir? Komm ich auch raus? Geil mich mal kurz. Hopp. Jetzt kommt Otis ran, ja. Hörst du, wie sie jubeln? Ist die Arena nicht großartig? Der Wichser. Verdammt, was hast du mit mir gemacht? Ich
Was meinst du? Verteidige dich! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, und er hat auch noch einen Einhänder, der Typ. Ich kann ja nicht kontrollieren, was ist denn für eine Scheiße? Immer macht er keinen Schaden. Ja, schön. Schöne Zeitlupe weggehauen. Okay. War einfacher als gedacht. Noch ein Heiltrank. Ich würde mal sagen, wir speichern zwischendurch ab. Schön auf der 2. Darüber reden wir noch. Du hast gewonnen. Ich geb's zu. Marvin ist der Gewinner der ersten Runde des Turniers. Nach einer kurzen Pause beginnen wir mit dem zweiten Teil des Wettkampfs. Oha, da war nur die erste Runde. Hey du, wie geht's dir nach deinem letzten Kampf? Wurdest du schwer getroffen? Ja, ich hatte aber einen Heiltrank schon. So schlimm war es nicht. Ich habe hier etwas, das dich wieder auf die Beine bringt. Warum willst du mir helfen? Nennen wir es eine Investition. Ich habe eine Menge Gold auf dich gesetzt. Ich gebe dir jetzt eine Flasche umsonst und wenn du gewinnst, bekomme ich eine hübsche Summe. Also, was sagst du? Ja, was macht denn der Trank? Was hast du? Ein Heiltrank gemischt mit einem Elixier der Stärke. Ich habe ihn vor einiger Zeit von Hiro gekauft. Ja. Okay, gib ihn mir. Besser. Auf jeden Fall danke. Kein Problem, Junge. So, speichern. Weiter geht's. Na, Löchen. Jetzt wird dir den Arsch versohlt. Olde Maid. Und du hast dann geschlagen? Das hätte ich nie gedacht bei diesem dürren Ärmchen. Also gut, bringen wir es hinter uns. Oh. Ach du Scheiße, mach die Damage. Eileen, lass uns drüber reden. Na komm. Ja, easy going. Da haben die dürren Ärmchen ja erreicht, wa? Das nächste Mal werden wir ja sehen. Du bist der Bessere, ich gebe es zu. Du bist in der Tat ein harter Hund. Der nächste bitte. Wettest du nur auf Kämpfe? Habe ich jemals gesagt, dass ich nur auf sie wette? Wie fühlst du dich? Der Wichser. Ist dir vielleicht ein wenig schwindelig? Scheiße. So, man blockt da nicht zweimal immer. So, geht doch. Oh, der war knapp. Ja.
So, da wirst du ausgeraubt. Eine leichte Streitaxt. Die arme Wurst. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Jetzt ist er ganz verwirrt. Du hattest Glück. Noch ein Schlag von mir und du wärst derjenige gewesen, der Dreck gefressen hätte. Marvin ist der Sieger der zweiten Runde. Eine kurze Pause für die Teilnehmer, aber lauft nicht weg, denn das Beste kommt erst noch. Hallo, mein Freund. Junge, die wollen mich doch alle hier komplett verarschen. Ich wette, der hat das Wiederangebot für mich. Was willst du? Ein Mann der Tat. Du redest nicht gerne, oder? Worum geht es? Schau, es ist ganz einfach. Ein paar Leute glauben nicht so recht daran, dass du die nächsten Gegner schlagen wirst. Sie sind sich dessen sogar so sicher, dass sie beschlossen haben, ein paar Goldmünzen darauf zu wetten, dass du nicht lebendig zurückkehren wirst. Ich möchte dir die Möglichkeit bieten, auf dich selbst zu wetten. Dieses Angebot ist genial, denn du kannst dabei nicht verlieren. Wenn du die nächste Runde gewinnst, erhältst du zusätzliches Gold aus der Wette, wenn nicht. Nun ja, dann nützt dir das Gold nichts mehr. Interesse? Ja, hier, komm. Ich habe keine Angst vor Piraten oder anderen stinkenden Biestern. Ich setze 250 Gold auf mich. Das ist die Einstellung eines Siegers. Ich hab's den anderen gesagt, dass Marvin furchtlos ist und die Wette annehmen würde. Ich werde nach deinem nächsten Kampf hier auf dich warten. Vergiss nicht, deinen Gewinn abzuholen. Ja, und wie, du bist nicht da, Kollege. So, wie ruhig mir jetzt aus? Kann ich hier ein Nickerchen machen oder vergeht dann zu viel Zeit? Okay, perfekt. Und jetzt werden wir sehen, was menschliches Talent ist, wenn es mit der wilden Macht der Bestie konfrontiert wird. Marvin, der 4 Duelle gewonnen hat, wird gegen einen kürzlich gefangenen Ork antreten. Was haben die Bier da hinten gemacht? Die Schweine. Der Ork, der hat doch ordentlich Druck abgelassen. Ja, komm. Stirb, du dreckiges Biest! Selbst eine Orkaxt konnte die Verteidigung dieses Kriegers nicht durchbrechen. Aber was, wenn der Gegner mit seinem eigenen Körper kämpft? Eine Bestie, die so groß und böse ist, dass sie sich unter Wasser versteckt. Aber unterschätzt sie nicht, sie ist an Land genauso gefährlich. Eine schöne Muschi aus der Sicht. Wir speichern auf der 3. Ich hab nicht meine Waffe in der Hand. Okay, der ist ein bisschen schwächer. Irgendwie treffen mich immer alle einmal. Von den Gegnern. Marvin, der Bezwinger des Seeungeheuers. Als er zum ersten Mal unsere Arena betreten hat, haben viele von euch über seine dünnen Arme gelacht. Jetzt bereut ihr sicherlich, dass ihr nicht all euer Gold und Sumpfkraut auf seinen Sieg gesetzt habt. Gönnen wir ihm eine Pause. Er steht vor seinem letzten Kampf des Abends. Oder seines Lebens. Wer hätte gedacht, dass es der neue Kerl, der gerade erst in der Bucht aufgetaucht ist, bis ins Finale des Turniers schaffen würde? Es wird eine Schande sein zu sehen, wie Ben dir mitten in der Arena die Eingeweide rausreißt. Das werden wir noch sehen.
Alle haben sie so eine große Fresse. Dabei haben sie gerade alle ordentlich kassiert. Ich hoffe, du wirst nicht zu überrascht sein. Ich habe schon zu viele gesehen, die dachten, sie würden Ben Siegers Serie durchbrechen können. Wie auch immer, viel Glück, mein Junge. Es war schön, dich gekannt zu haben. Du wirst gegen Ben kämpfen, richtig? Hast du darüber nachgedacht, zu was das führen kann? Knochenbrüche, abgetrennte Gliedmassen, herausgerissene Eingeweide. Und das ist nur der Anfang der Liste der möglichen Verletzungen, wenn du mit dem großen Kern kämpfst. Die häufigste ist der Tod. Ich biete dir eine sehr praktische und unterhaltsame Lösung für alle deine Turnierprobleme. Du weißt, wie man Ben besiegen kann? Bist du verrückt? Ich habe etwas viel Sichereres für dich. Ich biete alle Arten von Beerdigungszeremonien an. Jeden eine angemessene Gebühr kann ich dafür sorgen, dass deine sterblichen Überreste in der Erde vergraben, auf einem Scheiterhaufen verbrannt oder sogar auf einem Schiff auf die letzte Reise geschickt werden. Also, interessiert? Kein Interesse, Kollege. Tut mir leid, kein Interesse. Ich würde ja gern sagen, dass du diese Entscheidung noch bereuen wirst. Aber es ist unwahrscheinlich, dass du das tust. So, wo ist mein Gold? Wo ist mein Gold? Hat er mich verarscht? Der dumme Wichser. Die haben mich ja wirklich alle verarscht jetzt hier. Naja, 52 Gold, gut. Das ist nicht so viel. So, erstmal ein Nickerchen. Juti, nochmal speichern. Und dann ab ins Finale, Leute. Wünscht mir Glück. Ich bin der beste Spieler. Mir kann nichts passieren. Jetzt habe ich den Stinkefinger. Ach du Scheiße. Ist ja scheiße langsam. Sollten ich aber unterschätzen. Nur weil er langsam ist. Ihr habt bestimmt eine zweite Phase, kann ich mir vorstellen. Wo er schneller wird. Und der macht doch ordentlich Schaden, schätze ich mal. Das wäre halt so einfach. Ist halt scheiße, dass ich oben zwei Hände habe jetzt. Das ist nicht so praktisch, muss man sagen. Ja, genau deswegen. Weil ich halt recht langsam bin. Ja, ich muss aufpassen. Ich spiele viel zu unvorsichtig. Der einfachste Gegner eigentlich oder im Spiel am schlechtesten? Hab ich überhaupt Schaden, Alter? Naja, ein bisschen, okay. Obwohl, der will sich noch heilen. Mit Einhänder wäre jetzt so viel einfacher. Leute, ich spiele scheiße. Ich spiele richtig scheiße. Wir lassen nochmal das Kind einsehen. Jetzt schneide ich raus. Du bist scheiße, Mann. Warte mal. Ich probiere mal einen Einhänder. Was kann ich nehmen? Wir nehmen mal Pflicht. Probier mal so. Ich glaube, das war kein Crit so wirklich. Aber bin halt viel schneller. Wir gucken mal.
kriege ich dich doch noch. Ich? Hä? Ich spiele noch schlechter. Nee, Junge. Alter, wie schlecht war ich denn? Hä? Bin ich einfach nur reingesprungen oder was? Hä, wie schlecht war ich denn? Hä, wie schlecht war ich denn gerade? Warte, machen wir mit zwei Jahren doch. Hä, wie schlecht war ich denn gerade mit einem Einhänder? What? Kriege ich dich doch noch. Nee, du kriegst mich nicht. Schluss. Oh Gott, Leute, der Kampf dauert ja ewig. Weil der hat mehr Reichweite, als es aussieht, muss man sagen. Und er weicht auch nicht zurück. Wie viele Gegner halt. Weil die mal halt auch scheiße ja ist durch den vier Leben. Kann ich verstehen. So war bei Returning ja auch. Mein Gott. Ist ja nervig. Meine Güte, ist das nervig. Kann man hier Magie einsetzen oder so? Schlecht im Bikini bin. Warte mal, ich brauche, glaube ich, den Seitenschritt, kann nicht sein. Aber der bewegt sich ja nicht wirklich. Der steht da auf jeden Fleck. Da bringt der Seitenschritt ja auch nicht viel, oder? Ich glaube, das ist meine schlechteste Leistung seit langem. So eine Scheiße, Mann. Krieg noch irgendwo ein bisschen Erfahrungspunkte her. Na, warte mal, ich könnte ja hier mal probieren. Irgendwie ein paar Tränke. Geschwindigkeitstrank, den Schutz, Geschicklichkeit, Lebensenergie, plus 150. Ich bräuchte irgendwie einen Trank, der mehr Damage macht. Hier, ich nehme den mal. Kriege ich dich doch noch. Mach einfach kein Damage, Alter. Ich hab einfach 5 Schaden gerade gemacht. Das ist ja lächerlich.
dachtest, oder? Ah. Mach einfach keinen Schaden. Wie schnell er zuschlägt mit diesem Kackhammer, Alter. Ey, es regt mich auf. Ich speicher zwischen. Ansonsten wird es nichts, glaube ich. Leute, wenn ich nicht so viel rede, aber ich muss mich hier konzentrieren. Ja, da meine ich halt, wie schnell der noch zuhaut, weil der Hopkin überhaupt nicht zurückweicht durch meinen Schaden. Der miese Wichser. Was machst du eigentlich als Bogenschütze? Oder als Magier hier? Kann man Magie verwenden, ist die Frage. Aber ich mach den so. Schon wegen meiner Ehre jetzt hier. Ein bisschen, weil ich noch hab. Ah, oh, jetzt hab ich die falsche Taste gedrückt. Deswegen nach vorne hier laufen. Scheiße. Laden war direkt. Jetzt hau doch mal zu. Das meine ich halt, Alter. Der zieht einfach durch. Ich muss halt einfach warten, dass bis er zuschlägt. Ansonsten wird es nichts. Weil wenn ich einfach so zuschlage, dann treffe ich ihn vielleicht, aber er trifft mich dann auch. Schickt doch nur einmal zu, will mich verarschen. Speichern. Ja, Leute. Hier kann sich nur um Stotten handeln hier. Scheiße. Jo! Da kommt er einfach angeflogen wie Tor, Alter. Willst du mich verarschen? Yeah.
Mann, was mach... Der scheiß Hammer, Alter, der hat eine längere Reichweite, als es aussieht. Das ist einfach ein Problem. Ich mach hier noch Damage. Einfach zum Kotzen, ey. Ey, es kann nicht sein. Scheiße, wir sehen gar nicht ab, wann er den Rage kriegt. Ausweichen bringt einfach gar nichts, wenn er seine Form macht. Der wartet doch schon wieder. Kann ich nicht mehr gewinnen. Das ist eh ein Hit. Spätestens, wenn er seine nächste Form macht, kriegt er mich ja. Alter, ich kann einfach nicht reingehen, ey. Der kotzt mich so an. Ich bin halt ein aggressiver Spieler. Ich verliere die Nerven hier aber sowas von. Ihr könnt am liebsten schon wieder rinschreien ins Mikro. Ach, fick dich. Ich probiere einen Seitenschritt jetzt. Aber der bringt halt nichts, weil er sich so langsam bewegt. Ich komme ja um ihn ja nicht rum, oder? Kleiner Wichser. So, den Schlag haben wir gekontert.
Alter, ich hab so schwitzige Finger, Alter. Holy shit! Ja! Alter, es kotzt mich so an, Mann. Ich dürfte so am Anfang nicht so viel Leben verlieren. Geil, abgestürzt. Ja, ein kleiner Cut. Bin gleich wieder da. Gut, Leute, sorry, wenn ich Cut. Aber wie schon gesagt, das Spiel ist abgeschmiert. Wahrscheinlich durch die viele Laden. Ich hätte vielleicht einfach wirklich mal Magie probieren sollen. Wahrscheinlich lachen sie jetzt hier alle ins Fäustchen, weil ich wie so ein Kloppi hier einfach aufhaue. Ehrlich gesagt, will ich das auch so schaffen. Weil mit Magie schafft es doch jeder, oder? Muss mal speichern nochmal. Wir haben ordentlich Schaden wieder gemacht. Ich hoffe, ich schütze nicht noch öfter ab. Ich schlag da mal zweimal zu, Mann. Ich hab Angst. Der verarscht mich doch. Ja, gut, aber so reform brauche ich nicht probieren. Scheiße. Ja, laden. Schöner Treffer. Wir sind jetzt zustande gekommen. Oh, da hinten backt wieder einer rum mit seinen scheiß Fußstapfen. Speichern. Ich pack das so, Leute. Oh, wenn es eine ganze Folge dauert, ist mir scheißegal. Ich werde das skippen. Ich bin Spartacus. Naja, eigentlich nicht, ich bin Marvin. Er schlagt da zweimal zu, du dummer Wichser, Junge. Was soll denn die Kacke jetzt wieder? Der verarscht mich doch, oder? Verarscht er mich? Oder kann er nicht mehr? Jetzt. Ah. Marvin, nicht so schlagen. Sonst war sofort tot. Marvin, ich hab doch gerade eben was gesagt. Der Hit war schon wieder komplett umsonst gewesen, sag ich dir. Wir speichern trotzdem mal. Wir machen eine 4. Oh, mein Mauspad ist so nass, Alter. So feucht. Feucht fröhlich. Kann es sein, dass er jetzt mehr reinbekommt?
so weit er drunter geht. Kommt mir bald so vor. Meine Krits werden irgendwie höher. Ja, na klar, wir werden höher. Ihr bekommt mehr Rinderlappen. Hacken tut's auch, geil. Ah, scheiße. Okay, jetzt wird er wieder schneller. Wir laden nochmal. Die Hits waren jetzt umsonst. Marvin, Junge, bitte, tu mir den Scheiß nicht an mit diesem Scheißschlag. Ich weiß ja nicht, wo der herkommt jetzt wieder. Ja, geh mal schön zu wandern nach da hinten. Alter, Marvin! Junge, was ist denn mit diesem Scheißschlag? Ich bin fucking Meister bei Zweihand. Das Spiel verarscht mich einfach haushoch. Scheiße, Mann. Junge, was soll denn diese scheiß Lex jetzt aber auch? Dieser Kampf zu lange. Also wenn der immer die ganze Zeit, der Zeit läuft, dann... Nee, wird. Leute, ich drehe durch. Ich hab den gerade mal bei der Hälfte. Na, hier kommt es vor, als ob er mehreren kriegt jetzt, als am Anfang. Wenn ich mal kritten sollte. Und ich nur meine 5 Schaden mache. Der scheiß Hammer, ey. Hätte der nicht irgendwie was anderes haben können, ein Schwert oder so? Das ist die Folge des Ladebildschirms. Ey, dieser eine Hit, den er macht immer, der kotzt mich so an. Wenn er zweimal zuschlägt, ich haue ihn, aber der hat halt, zeigt halt null Wirkung und haut direkt nochmal zu. Dann trifft er mich halt immer, weil ich mit zweimal so scheiße langsam bin.
war schön. Ne, lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Wir speichern das ab. Das war ein schöner Hitz gewesen gerade. Den hat er gratis bekommen. Jetzt stürzt er gleich wieder ab hier. Das safe, safe game. Safe. Naja, muss ich halt ein bisschen schneiden, wa? Ja. Wenn Marvel natürlich den Move macht, dann ist es gleich vorbei. Dann kann ich mich in den Keller einsperren. Totengräber hier. Kann ich dann gleich direkt rufen. Schön. Schön. Speichern. Wir sind Krieger, Leute. Wir brauchen keine scheiß Magie. Wir sind keine Lappen. Ich schaff das so. Will er mich eigentlich verarschen? Jetzt. Mein Gott. Was mach ich? Ich lauf einfach zu ihm hin. Ich will hier an die Wand. Okay. Ich weiß Bescheid. Ich muss direkt wieder flüchten. Der macht gleich seinen Hit. Nach 2 Treffern noch. Ja. Geil. Wenn er unter 500 ist, oder? Macht er seinen Hit.
War knapp. Gibt es Zeitpunkt zum Speichern? Hier kann man auch speichern. Hab ich ja schön Schaden gemacht. Wir machen den so, Leute. Wir machen den so. Ich weigere mich, Magie einzusetzen. Ah, wäre vielleicht besser gewesen. Der Energiekick. Also wenn der bei 100 Leben oder so kommt, ernst macht, die ganze Zeit so rumrennt mit seinem Hammer und so, da bin ich komplett am Arsch, das sag ich jetzt schon. Wie er den blocken kann, ist mir ein Rätsel. Ich wette, andere machen mit Magie irgendwie in 2 Minuten oder so. Ich brauche einfach eine Stunde. Meine Fresse. Ich hoffe, ich kann den umbringen hinterher, Alter. Ansonsten fresse ich einen Besen. Kann nicht sein. Warum kann er so schnell zuschlagen, aber ich nicht? Kann nicht sein. Wir probieren es weiter. Oh ja, auch nicht. Ihr kippt gleich aus den Latschen hier, Leute. Ich erlebe irgendwie immer wieder ein Déjà-vu. Immer mit 400 Leben. Ich speichere jetzt einfach immer wieder ab. Ah.
Jawohl. Ich wette, er macht seinen Move noch mindestens einmal. Jawohl. Ah. Bei 200 Leben oder so. Mann, doch nicht den Oh Gott, ist meine Kraste so aus bei dem Scheißschlag. Ja, könnt ihr mir jemand bitte in die Kommentare schreiben? Kann man den komplett ausschalten? Oder warum macht er den mit Meister noch? Zivurin Spartakus-Kampf, Junge. Der Kampf geht aber einfach 3 Tage oder so. Schön. Speichern. Ja, danke schön, Naum. Die Chancen stehen sehr gut, sagt er. Die Frage ist, für wen jetzt? Der war mehr als knapp. Mensch, hier auch so schlagen. Mann, du dummer Wichser. Sein Move. Jetzt noch nicht. Bin ich bei 150 oder bei 200? Ich kann das nicht glauben. Er ist gerannt, als Aurelia selbst hinter ihm her. Ich glaube, die mit mehr Schaden kriegen. Das hat mir eingebildet. Das war einfach ein Trugschluss. Nehme ich alles zurück. So. Gleich macht er bestimmt, oder? Den letzten Mal nochmal den Schlag. Ich glaube, ich stürze nicht gleich ab. So, wie ich schon wieder geladen habe, ey. Amen.
Ihr probiert es weiter. Ich lade es nicht nochmal. Ich lade doch. Einfach, weil Marvin zuschlägt wie ein Mädchen, obwohl er Meister ist. Alter, meine Hand ist so schwitzig, Alter. Holy shit. Was mache ich? Meine Konzentration ist nah, glaube ich. Ja, macht's wirklich. Ist wie in der Schule. Früher. Die ersten Aufgaben bis zum Dreiviertel so. Easy going. Und dann irgendwann hast du keinen Bock mehr. Dann ist vorbei. Ey, es kann nicht sein. Was macht denn Marvin, Mann? Das ist doch eine Mechanik vom Spiel, oder? Um es schwerer zu machen. Der macht doch nochmal safe den Hit. Ja, 50. Scheiße. Bin zu gierig, Leute. Bin ein gieriger Mensch. Ist einfach so. In allen Belangen. Jetzt hat er wieder 100, der dumme Wichser. Kann einfach nicht sein. So, speichern, hat schon mal unter 100. Ich kann nicht mehr. Verblöde hier. Jetzt kritte ihn weg, Marvin. Ah. Komplett entsetzt. Das ist unmöglich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben einen neuen Champion der Arena. Entgegen aller Erwartungen gewinnt Marvin den letzten Kampf. Nach vielen Monaten ohne eine einzige Niederlage wurde der mächtige Ben von unserem Gast aus der Stadt Acholos bezwungen. Nun, da die Lust am Blutvergießen gestillt ist, lade ich alle ein, in die Kneipe zu gehen. Lasst uns unseren Durst mit feinem Wein auf Cortes Kosten stillen. Bevor ihr euch wie Mulrats betrinkt, vergesst nicht, mindestens eine Runde zu Ehren unseres neuen Arena-Champions zu trinken. Ich wollte ihn eigentlich noch plündern, Leute. Habe ich dir nicht gesagt, dass es eine großartige Veranstaltung ist? Warte einen Moment. Ich werde nach Ben sehen. Genieße, was unsere wunderbare Schurkenbucht zu bieten hat. Der hustet mir wieder Nacken. Geile Belohnung hier, speichern. Wir haben es geschafft, Leute. Na, Löschen. Wie geht's? Sehr gut. Ist dir langweilig? Warum amüsieren wir uns nicht ein bisschen? Dann mal let's go! Ich muss sagen, das habe ich nicht erwartet. Ein kleiner Junge, der gerade erst in der Bucht angekommen ist, gewinnt das Turnier. Schade, dass du die Wetten nicht gesehen hast, die ich bei deinen letzten Kämpfen angenommen habe. Eine wahre Goldgrube. Wie schaut meine Belohnung aus? Aber gewiss doch.
Hier ist ein Preis in Form von Gold und einem besonderen Geschenk für unseren neuen Arena-Champion. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Zeig mal hier, aber kein Amulett. Geschicklichkeitsbonus. Einhandtalentbonus, willst du mich ficken oder was? Der kann doch nicht wahr sein. Oh, scheiße, Mann. Eine Runde zu Ehren des neuen Champions. So, noch ein paar Glückwünsche. Ivy, vielleicht du? Es war so schön zu sehen, wie du den fetten Kerl fertig gemacht hast. Das war eine tolle Leistung, Junge. Ja. Eine tolle Leistung in der Arena. Es ist selten, jemanden mit solcher Anmut kämpfen zu sehen. Nimm dies als Tribut an deine Kunstfertigkeit. Naja, Anmut war der nicht so wirklich, wa? Eher Nerven aus Stahl. Und da ist er, unser neuer Champion der Arena. Hier, nimm dieses kleine Geschenk als Zeichen des Respekts. Sumpfkrautstängel. Ich weiß nicht, ob der Sieg über Ben eine gute Idee war. Er sitzt nun oben und trinkt mehr als nach einem Turniersieg. Es ist schwer zu sagen, ob du seine Bewunderung oder seinen Hass erregt hast, also sei vorsichtig. Selbst wenn du es einmal geschafft hast, ihn zu besiegen, könnte eine falsche Bewegung dein Ende bedeuten. Aber jetzt auf mit dir und viel Glück. Jo. Bin ich mal gespannt. Ob wir einen Hinweis finden, wo unser Bruder sein könnte. Cortes hat mir alles erzählt. Du kannst vorbei. Ja, nicht schlecht, Bursche. Du hast Ben besiegt. Ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass wir ihn jemals auf den Knien sehen würden. Ist er da? Ich muss mit ihm sprechen. Ja, haben sie gerade gesagt. Vorbei. Er wird aber mit Sicherheit nicht glücklich sein, dich zu sehen. Marvin, Alter, ist er da? Cortes ist gerade eben, der ist oben. So, speichern. Speichern. Meine Fresse, ey. Wo ist Sita? Nee, Tara. Könnt mir einfach die Balls lutschen hier. Big Ben. Ich muss mit dir reden. Du? Mit mir? Was glaubst du, wer du bist? Bist du Roderich oder du was? Du denkst, weil du mich einmal geschlagen hast, hast du das Recht, hierher zu kommen und mich zu belästigen? Ich bin der König der Arena und der ganzen Bucht. Du bist ein Streuner, der darum bittet, dass man in die Knochen bricht. Ich hab dich gerade umgekloppt, du dummer Wichser. Will er mich verarschen oder was? Ich bin fassungslos. Der lag doch gerade in dem Dreck. Ich weiß, dass du alle Arten von Aufträgen annimmst, sogar Entführungen. Gut, ich sehe, Roderich hat dich gut ausgebildet. Gesprochen wie eine reinrassige Wache. Die Umstände der Entführung deuten auf dich. Hier kannst du bellen und knurren, so viel du willst. Du beeindruckst mich nicht im Geringsten. Alter, das ist doch Roderich, sein Zwillingsbruder, oder? Hat die gleiche Stimme, sieht genauso aus. Hat nur eine Rüstung an und ein Tattoo. Vielleicht Roderich auch ein Tattoo. Na, Archivai. Du könntest auch der König von ganz Nortana sein. Ich brauche nur eine einzige Information von dir. Nun, was willst du? Was ist wichtig genug, Big Ben zu stören? Mein Bruder ist verschwunden. Ich habe schon die halbe Insel abgesucht und alle Hinweise führen zu dir. Ich weiß nicht, wer dein Bruder war, aber wenn er auf dieser Insel verloren gegangen ist, wäre es einfacher, deine Eltern um einen neuen zu bitten. Ich dachte, Cortes hätte hier das Sagen. Cortes. Wenn ich nicht jemanden bräuchte, der die Organisation in der Bucht überwacht, hätte ich ihn schon längst wie eine Fleischwanze zertreten. Na, Hallöchen. Warum glaubst du, sitze ich hier oben, dem besten Platz auf dem ganzen Schiff, und Cortes, der große Kapitän in der Kabine nebenan? Sie haben Angst vor mir. Es muss etwas geben, das dich dazu bewegt, mir etwas zu sagen. Du hast mir nichts anzubieten, was mich interessieren könnte. Deine Worte sind wie eine Blutfliege, die um meine Ohren schwirrt. Alles, was du tust, ist herumfliegen und unnötige Fragen zu stellen. Ich
Ich kann nicht für jede Information bezahlen. Gold? Wie viel kannst du mir geben? 100? 200? Für wen hältst du mich? Irgendein Bettler aus dem Hafen, der mit ein paar Münzen bestochen werden kann? Sein Name war Jorn. Sagt dir dieser Name wirklich nichts? Ich habe so viele Leute getroffen und umgelegt, dass ich aufgehört habe, auf Namen zu achten. Vielleicht habe ich den Mann, nach dem du fragst, sogar gesehen. Aber ändert das etwas? Vergiss am besten deinen Bruder und alles, was du hier gesehen hast, und vielleicht schläfst du eines Tages doch noch ein, ohne Angst vor einem Messer zwischen deinen Rippen zu haben. Auch wenn meine Freunde das nicht zulassen werden. Ich will nur wissen, wo er ist. Ich muss ihn finden. Er ist der einzige Mensch, den ich noch habe. Gib mir einen Hinweis und ich lasse dich in Ruhe. Kleiner, das ist keine Schnitzeljagd im Wald, bei der du mehr und mehr Hinweise bekommst, bis du schließlich deinen Bruder findest. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wer dieser Jorn ist? Das ist die erste gute Entscheidung des Abends. Wir sprechen uns noch. Das bezweifle ich. Und jetzt verschwinde und hör auf, mich mit deinem Gejammer zu belästigen. Ja, dumme Wichser. So, neue Quest haben wir bekommen. Die Zunge lösen. Mit einem einfachen Gespräch kann ich aus Ben nichts herausbekommen. Ich werde ihn erpressen müssen, damit er meine Fragen beantwortet. Aber ich vermute, dass ihn nur eine Todesdrohung motivieren wird. Ich werde versuchen, ihm ein Gift zu verabreichen und ihm dann ein Gegengift im Gegenzug für die benötigten Informationen versprechen. Mhm. Und der Schurken? Das Gespräch mit Ben war kurz und nicht sehr angenehm. Ihn inmitten all seiner Leute anzugreifen ist nicht die beste Idee, da Ben selbst schon ein schwieriger Gegner ist. Bei seiner Verabschiedung hat er mir auf die Idee gebracht, vielleicht könnte Gift seine Zunge lösen. An wen könnte ich mir jetzt wenden? An den Hiro, oder? Nee. Und du hast nichts herausgefunden, oder? Woher weißt du das? Ben ist kein sehr gesprächiger Mensch. Ich weiß, dass die Informationen, die du von ihm möchtest, sehr wertvoll für dich sind. Du könntest darauf warten, dass meine Damen ihm noch ein paar Gläser Wein bringen. Vielleicht kriegst du ja dann was aus ihm raus. Ich kann allerdings nichts versprechen. Alkohol macht ihn oft lockerer, aber es ist auch schon vorgekommen, dass er jemand nach ein paar kräftigen Schlucken einfach in Stücke gerissen hat. Wie lange wird dieses Fest dauern? Das weiß niemand. Nach dem letzten Turnier saßen die Gäste noch die nächsten Tage hier. Oscar hat vorgeschlagen zu warten, bis Ben betrunken ist. Ich habe überhört, dass Ben sich regelmäßig bei ihm betrinken lässt. Wenn ich etwas hineinmischen kann, kann ich den großen Typen erpressen und alle meine Fragen beantworten bekommen. Ich sollte ein starkes Gift und ein Gegengift besorgen oder etwas, das als Gegengift durchgeht. Ich habe einen Novizen in der Bucht gesehen. Jo, hier ist er schon. War doch meine Idee. Nein, der doch nicht. Hey. Warte, ich speichere erstmal ab. Hey. Weißt du, wie man Tränke herstellt? Es braucht nur eine Novizenrobe und schon halten mich alle für einen Meister der Alchemie. Um ehrlich zu sein, war ich nie besonders gut darin, aber ich weiß ein paar Dinge. Warum fragst du? Junge, du kannst mir Alchemie beibringen. Und du hast mich gebeten, dass du an den Alchemietisch da oben kannst. Natürlich kannst du Alchemie, will er mich verarschen oder was? Ich brauche ein sehr starkes Gift. Gift? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wozu du es brauchst. Obwohl, wenn ich dir wirklich helfen soll, muss ich nach ein paar Details fragen. Wie stark soll es sein? Ein Troll. Junge, der 1500 Leben. Es sollte einen Troll umhauen. Du willst einen Troll jagen? Du musst doch verrückt sein. Andererseits, was kümmert es mich? Du bist derjenige, der sterben wird. Okay, ich werde versuchen, dir zu helfen. Im Kloster haben wir nicht über die Herstellung von Giften gesprochen. Aber wir haben viel über Gegengifte gelernt. Wenn ich mehrere Zutaten kombiniere, kann ich wahrscheinlich etwas wirklich Starkes herstellen. Allerdings kann ich dir nicht genau sagen, wie das Gift wirkt.
Es kann einen Gegner schwächen oder innerhalb von Minuten töten. Natürlich stellt sich auch die Frage nach dem Gegengift. Ich kann nicht klar sagen, ob es bei einem Gift, das aus so vielen verschiedenen Bestandteilen besteht, funktioniert. Ich rate daher zu äußerster Vorsicht. Okay, was brauchst du? 2 Sumpfkrautpflanzen, ein Blutfliegenstachel und 4 Sumpfheizähne. Hab ich alles. Ich sollte die anderen Zutaten und alles, was ich für das Gegenmittel brauche, bei mir haben. Hey. Überraschung, da bin ich wieder. Ich habe alle Zutaten. Okay, folge mir. Der Alchemietisch wartet schon. Das wird nicht schwierig sein. Einfach alle Zutaten hineinwerfen und leicht aufkochen. Sollte aber richtig sein mit dem Gift für einen Troll. Der 1500 Leben. Der säuft wahrscheinlich den Trank für den Ork einfach runter. Und pisst ihn wieder aus. Lala, lala, mach hinne. Hey du, das Gift wird jeden Moment fertig sein. So Leute, ist der passende Zeitpunkt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, wie gut ihr gekämpft habt oder wie scheiße ich war. Nee, scheiße, lasst weg. War gut. Ich wette, wenn ich mir irgendwelche anderen Folgen angucke, die gehen alle als Magier darin oder so. Oder nehmen irgendwelche Tricks. Aber wir sind Nahkämpfer. Ein ehrenbarer Nahkämpfer. Ehrenbarer, ehrenhafter, so. Ehrenbarer, gibt's das Wort überhaupt? Doch auch. Ist doch dasselbe, oder? Oh, ich weiß das nicht. Doch, ist doch dasselbe. Ehrenbar. Ehrenhaft, ja, ist dasselbe, komm. Gleiche Sinn, gleiche Handlung, alles. Junge, wie lange brauchst du für den scheiß Rank? Hey, geschafft. Und hier ist zusätzlich das Gegenmittel, von dem ich gesprochen habe. Danke für die Hilfe, Hiro. Hiro? So, jetzt aufs Maul. So, kann ich hier drin schmuggeln? Bei der Arm wahrscheinlich. So, wo sind sie? Wo sind sie denn hin? Bin ich blind? Ja, da stehen sie doch. Warte, wir speichern nochmal ab. Um sicher zu gehen. Der 3. Warte mal. Bist du dafür zuständig, Ben mit Wein zu versorgen? Heute leider schon, ja. Ich sage dir, lieber einen ganzen Tag auf der Tanzfläche als ein paar Stunden mit diesem verrückten Kerl. Ben ist aggressiv. Geht die Hälfte von Acholos in die dunklen Geheimnisse? Du kannst in der Nähe dieses Riesen nicht laut atmen, denn du weißt nie, was er tun wird. Ich muss gehen, sonst geht ihm der Wein aus und es wird richtig unangenehm. Warum machst du nicht eine kurze Pause? Ich bediene heute keine Kunden, Junge. Das ist nicht das, was ich meinte. Ich habe ein Angebot für dich. Kann ich mir eines deiner Gläser leihen? Ich gebe es dir unversehrt zurück und du kannst deine Arbeit fortsetzen, als wäre nichts passiert. Klingt interessant. Aber woher weiß ich, dass du damit nicht etwas Unheimliches anstellst? So ein extrem diskreter und ungewöhnlicher Dienst muss bezahlt werden. Sagen wir 300 Goldstücke. Oh. Ja, hier, nimm. Hier ist das Gold. Wie versprochen, bringe ich das Glas gefüllt mit kaltem Bier zurück. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. So, schön mit Gold, ey. Hätte ich wahrscheinlich auch anders lösen können, aber scheiß drauf. So. Vor der Bank. Soll ich mich hinpflanzen? Boah, beim Corona-Typen auch noch.
Hey! Bist du es wieder? Ich glaube, du willst wirklich, dass ich dir deine verstümmelten Arme breche. Entspann dich, ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Dich entschuldigen? Jetzt willst du um Vergebung bitten? Dafür entschuldigen, dass ich Gift in dein Bier getan habe. Was redest du da? Ich werde dich zerquetschen, du Penner. Sei versichert, dass das deine Situation nur verschlimmern würde. Was hast du mit mir gemacht? Ich habe dafür gesorgt, dass es dir genauso wichtig ist, meine Fragen zu beantworten wie mir. Wie es der Zufall will, habe ich das Gegenmittel gut versteckt. Wenn du meine Fragen beantwortest, werde ich dir sagen, wo es ist. Sag, was du willst, du Bastard. Was weißt du über die Entführung von Jorn? Jorn? Welcher Jorn? Jorn, der aus Kurzhaus in Silbach entführt wurde. All das für diesen glatzköpfigen Tölpel? Ja, ich habe ihn aus dieser stinkenden Hütte bis in die Stadt geschleppt. Ich sollte ihn dort abliefern, damit ihn jemand abholen kann. Ich weiß nicht, was danach mit ihm passiert ist, und ehrlich gesagt ist es mir auch egal. Nun sag schon, wo ist das Gegengift? Zuerst sagst du mir, wo er ist. Ich werde... Ihr Götter, meine Knochen, was hast du da reingetan? Wie entscheidest du dich? Wirst du mir sagen, wo Jorn ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Es war ein Auftrag wie jeder andere. Wie bist du an der Dorfwache Felix vorbeigekommen? Einer dieser feigen Dorfbewohner mit Stücken. Wahrscheinlich hatte er Angst, uns auch nur anzuschauen. Er hat euch für betrunkene Feiernde gehalten. Also nicht nur ein Feigling, sondern ein Dummkopf. Der arme Felix. Hatten die Abtrünnigen etwas damit zu tun? Abtrünnige? Welche Abtrünnigen? Könnten sie die Entführer sein, die mit Menschen handeln? Wenn es das Werk eines von ihnen gewesen wäre, wäre die Ware hier gelandet. Wohin sonst sollten sie einen Menschen bringen? Wie seid ihr ins Dorf gelangt? Silbach zu betreten ist einfacher als eine Heilpflanze zu finden. Unbewachte Durchgänge an jeder Ecke, wie der beim Wasserfall im Norden. Warum seid ihr nicht durch einen der unbewachten Eingänge entkommen? Mit dem halbtoten Jorn im Schlepptau. Der Auftrag war, Jorn Leben zu überbringen. Wenn er in den Fluss gefallen und im knöcheltiefen Wasser ertrunken wäre, würde ich als der größte Versager der Insel dastehen. Wer sollte Jorn entgegennehmen? Du hast niemanden gesehen? Es war Nacht und ich musste mich die halbe Insel mit einem, nun ja, deinem Bruder herumschlagen. Ich habe mich um den Auftrag gekümmert und mich auf den Weg Richtung Bucht gemacht. Wer war der andere Entführer? Ich kenne den Mann nicht. Ich habe nie mit ihm gearbeitet. Er kam ganz vermummt, denn wie ein Stock, wollte auch nicht reden. Ich sage dir, er ist ein Irrer. Er brachte mich zur Hütte, half mir, deinen Bruder in die Stadt zu schleppen, und das war alles, was ich von ihm sah. Wer hat dich beauftragt, ihn zu entführen? Ich erhielt einen Beutel mit Gold und einen Brief mit einer detaillierten Beschreibung des Auftrags. So läuft das in diesem Geschäft. Persönliche Kontakte sind zu gefährlich. Was kann ich dir noch erzählen? Du willst ihn? Nimm und lies ihn. Bist du sicher, dass du niemanden gesehen hast? Bei Bilja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ein paar verdächtige Typen in dunklen Rüstungen gesehen. Aber sie könnten auch wegen der Dunkelheit so ausgesehen haben. Oder sie könnten auch einfach nur Bäume gewesen sein. Oh mein Gott. Lieber Gott im Himmel, schenk mir einen Pümmel. Bitte lasset nicht die Suchenden sein. Hier, hau rein. Das ist genug für mich. Jetzt kannst du hier sterben. Du Mistkerl. Ich werde dich nicht damit durchkommen lassen. Tschüss. Ja, und jetzt? Marvin, können wir bitte weitergehen? Ach bitte, lass es nicht schon wieder abgestürzt sein. Abgestürzt nicht, aber es hängt. Na gut, Leute.
Ich würde sagen, beende die Part an der Stelle. Ich führe das Gespräch nochmal mit dem Typ hier und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein.